Liebe Leute des guten Geschmacks, weiter geht's hier mit Synergie. Wir haben noch einiges vor uns in dem wunderbaren, spannenden Aufbauspiel hier. Wir wollen noch eine Küche bauen, einfache Mahlzeiten herstellen und ganz, ganz wichtig natürlich Trinkwasser sammeln. Das alles sind hier unsere Aufgaben von den Mitgliedern des Ankers. Und ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen, damit wir dann, wenn ich das jetzt richtig interpretieren würde, neue Mitglieder in unserer Gemeinschaft hier kriegen. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Unsere Häuschen bieten allerdings nicht genug Platz für alle, weil wir haben nämlich schon drei kleine Kinder mit dabei. Also was das angeht, müsste man dann auch schauen, dass wir uns vielleicht noch ein Steinhäuschen bauen oder allgemein ein Häuschen. Muss ja nicht gerade dieses sein. Irgendein Häuschen sollte es aber für unsere Mitglieder halt sein. Dann schauen wir aber erstmal. Wir bauen die Küche als erstes. Lassen wir mal weiterlaufen. Die Küche war bei Nahrungsmitteln. Hier ist die Küche. Und die könnten wir ja, damit die Wege nicht allzu lang sind. Ich wollte hier noch einen Keller hinbauen. Das wäre voll cool. Drehen. Drehen war mit welchem war denn drehen? Shift. Darum. Zack, hier wollte ich noch einen Keller hinbauen. Das wäre super. Klärbecken ist da. Das heißt, wir können da noch jemanden reinsetzen. Das passt. Genau, das haben wir jetzt alles. Hier wird jetzt noch weiter gearbeitet. Super. Hier wird jetzt auch noch ein weiteres Häuschen kommen. Hier sollen nur die verarbeiteten Lebensmittel rein. Und hier kommen dann alle Lebensmittel, die noch nicht verarbeitet sind. Also die gesammelt wurden von unserer Erntehütte hier. Die haben aber momentan den Auftrag Trim. Wir bräuchten... Warum habe ich das jetzt gebaut? Stimmt, weil hier unten auch nicht. Hatten wir denn jetzt hier nichts zum Sammeln? Wir gehen nochmal in unsere Enzyklopädie hier rein. Buch des Wissens. Den Nestbaum hatten wir jetzt. Den Riesenpilz hatten wir. Peitschkürbis hatten wir. Orangenhydrabaum. Den Bündelbaum hatten wir noch nicht. Der wird aber wahrscheinlich jetzt gleich ausgeführt. Genau, bei dem Bündelbaum brauchen wir noch. Die Schnabelglocke brauchen wir noch. Den Mützenbaum müssen wir noch machen. Die Kohlstaude haben wir hier, glaube ich, nicht. Zundersproß, Uferfinger, versteinerter Riese. Wo sind die denn hier alle angeblich? Versteinerter Riese. Hatten wir den jetzt schon? Ne, dann können wir da unseren Forscher hinschicken. Analyseverlauf geht nicht. Das wäre jetzt ganz cool, wenn man das dann direkt auswählt. Aber da muss ich jetzt echt jemanden nehmen. Also, unsere Kohlstaude wird jetzt analysiert und die Schnabelglocke wird analysiert. Dann nehme ich jetzt hier unten nochmal den versteinerten Riesen. Den Zundersproß hier unten, den hatten wir auch noch nicht. Das war ganz schön weit weg, dann hätte ich eigentlich gar kein Lager da gebrauchen können. Naja, müssen wir es wieder abreißen. Und dann lassen wir den Zundersproß hier unten analysieren. Und den Uferfinger, guck mal, daneben ist noch ein Uferfinger. Den haben wir auch noch nicht. So, dann haben wir das jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, lasst uns die Küche bauen. Ja, die hätten wir hier hinbauen können. Dann bauen wir die Küche halt hier hin. Dann machen wir sie hier hin. Einmal drehen. Zack. Da hingebaut die Küche. Das sollte passen. Trinkwasser. Warum wird das Trinkwasser nicht gesammelt? Jetzt wird es gesammelt. Wir haben nur 7 Träger, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ja, nur ist gut. Das ist schon in Ordnung. Trinkwasser haben wir hier ordentlich. Wir brauchen pro Zyklus 67. Wir haben jetzt schon 219. Das ist okay. Nahrung wird jetzt langsam knapp. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Und vor allen Dingen würde ich sagen, lasst uns mal noch hier Leute nach diesem Riesenpilz suchen. Das ist eine super Einnahmequelle. Zack. Mit denen können wir nämlich auch unseren Hunger dann stillen, indem wir dann die Pilzsuppe herstellen.
Das ist nämlich mein Plan eigentlich gewesen, Pilze zu herstellen. Dafür brauchen wir allerdings auch Pilze. Und die Pilze werden momentan hier gelagert, oder? Pilze hier. Da wird Pilze gelagert. Ja, wir haben jetzt momentan 58 Stück. Analysebericht haben wir erhalten zum Thema Kohlstaude. Genau, jetzt haben wir hier Gemüse. Wo ist denn diese Kohlstaude? Ach, hier oben. Ah, oh nein. Durstige Bürger. Wo? Warum? Ach, weil wir hier kein Wasser haben? Ja, Priorität nach oben. Hier. Warum wird das nicht abgeholt von hier nach da? Also das wäre natürlich jetzt eher besser. Küche haben wir abgeschlossen. Also das verstehe ich nicht, dass das Wasser nicht abgeholt wird von dem Wasserturm bis nach da. Ich will doch jetzt nicht noch einen Wasserturm dort bauen. Und die Leute könnten das doch holen. Wir haben hier doch genug Träger, die nichts zu tun haben. Oder wo sind die alle? Machen die gerade Urlaub? Ja, was ist mit dir? Hat keinen Arbeitsplatz. Und warum wird da nicht das Trinkwasser hier geholt? Ja, das ist mir unbegreiflich. Oder wollen die das erst aus dem Klärbecken holen und dann? Aber das ist doch Schwachsinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist total Banane. Ich möchte doch jetzt nicht immer noch einen Wasserturm daneben hinstellen. Doch, die holen das echt da raus. Na, das ist ja doof, doof. Dann werde ich das aber hier mal auf nutzig setzen. Dass die nur zweimal reingehen und das sich dann holen und dann immer. Ja. Hier gehen ja dann 20 Trinkwasser fertig, wenn sie dann fertig sind. Und dann werden die von dem Klärbecken hier hingeholt. Na dann ganz ehrlich, dann kann ich doch aber auch einen Wasserturm dorthin bauen. Ist doof. Ist ein bisschen doof. Aber gut. Wir haben jetzt erstmal Trinkwasser hier. Okay. Ich dachte wirklich, sie holen sich das vom Wasserturm zum Wasserturm, aber es ist ja. Es ist doof. Gut, Küche. Wir wollten da jetzt jemanden einsetzen und der soll die Pilze bekochen. Und wir haben noch 8 Leute, die nichts zu tun haben. Da können wir eigentlich sogar noch einen zweiten herstellen. Genau, das machen wir. Haben wir hier noch Riesenpilze, die wir abernten können? Nicht, dass ich es jetzt auf Anhieb sehe. Analysebericht ist fertig. Hier hinten sind noch Pilze. Die lassen wir nochmal abernten. 2 Stück. Zack. Und ein Analysebericht ist wie gesagt fertig. Da geht es um die Schnabelglocke. Die bringt uns Trinkwasser, wenn wir sammeln. Oh, das ist ja auch nett. Sehr schön. So, das Trinkwasser ist jetzt hier auf höchste Priorität. Der Wasserturm hier. Ich verstehe es nicht, also dass man nicht vom Wasserturm aus dann hier das drüben haben kann. Also, dass man sich das nicht vom Trinkwasserturm hier rausnimmt und dann da reinbringt. Dafür ist es ja da. Aber anscheinend muss ich das irgendwie. Wir machen es mal anders. Wir setzen den mal auf 1000. Und reißen den hier ab. So. Dann geht das alles erstmal hier rein, das ganze Trinkwasser. Ist ja auch nicht verkehrt.
Dann können wir das hier... Ah ne, wir nehmen sie noch nicht raus, die sollen es erstmal priorisiert lassen. Und das ganze Wasser wird jetzt hier genommen hoffentlich und dann hier reingebracht. Ja. Dann sollte das erstmal das Problem gegessen sein. Aber ist natürlich auch, ich finde Schwachsinn. Gut. Was wir machen könnten, wäre hier hinten noch ein bisschen Gemüse zu holen, diese Gemüsestauden halt abzuernten. Das heißt, wir lassen den Weg mal ein bisschen länger gehen. So. Und dann... Nee, das wollte ich doch gar nicht. Hier, geh weg. Kann ich das nicht wegmachen einfach? Aber von Ressourcen abbrechen. Egal. Wir wollten da hinten noch eine Sammlerhütte bauen. Die hier. Die setzen wir... Ja, lasst uns die ruhig hier so weit wie möglich reinsetzen. Hier, da müssen wir noch den Weg ein bisschen verlängern. So. Das passt. Und dann kriegen wir Gemüse. Dann passt das auch. Das Gemüse können wir allerdings auch wirklich nur dann in diesen anderen Lagerhäusern lagern. Ob wir es hinkriegen. Mit dem Gemüse, was könnte man mit dem machen? Bären-Eintopf, einfache Grütze. Bringt uns nicht wirklich was. Wir müssen uns wahrscheinlich echt von Pilzen ernähren. Die wissenschaftliche Methode. Die letzten Ankömmlinge waren enttäuscht von den wissenschaftlichen Instrumenten, auf die sie sie hier Zugriff hatten. Außerdem glauben sie, dass wir während unserer anthropologischen Mission nicht die nötigen vorbereitenden Analysen aufgeführt hätten. Jegliche Wissenslücke hinsichtlich des Bereichs bedeuten ein unnötiges Risiko für unser Team. Allerdings haben sie angeboten, die Analyse zu starten und uns um ein Feldlabor gebeten, das auf Biologie und Mykologie spezialisiert ist, sowie ein Forschungszentrum, von dem aus all unsere technologischen Projekte geführt werden. Jetzt müssen wir sie nur noch anhand der Baupläne umsetzen, die sie mit uns geteilt haben. Uns haben angeschlossen 3 Erwachsene und ein Kind. Sehr cool. Schön, dass wir die haben. Wir brauchen ein Feldlabor, was wir schon haben. Ein Forschungszentrum brauchen wir noch und jetzt insgesamt 6 Häuser mit Stufe 4 in Wissen. Wir haben aber noch das andere Problem, dass wir erstmal obdachlose Bürger haben. Und wir brauchen ein weiteres Steinhaus, wenn ich jetzt richtig sehe. Ja, wir brauchen ein weiteres Steinhaus. Das heißt, ich würde ja auch gern Rinde irgendwie nehmen. Was gibt es denn hier noch? Trim. Ich brauche Rinder. Aber erstmal könnten wir ja, passt mal auf. Wir haben jetzt so viele Bürger hier, wir könnten noch ein paar Bürger hier reinsetzen. So, beziehungsweise, komm, wir setzen noch einen rein, einen dritten. So, hier unten der Zundersproß, der ist ja auch noch nicht. Der Versteiner Dries ist auch noch nicht. Der Uferfinger auch. Aber die waren doch jetzt hier drin. Oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Hier, Analysebericht. Versteinerter Riese, wusste ich es doch. Oder kriegen wir... Wenn wir die trimmen, kriegen wir Stein raus. Und wenn wir sie ausgraben, pflücken, kriegen wir Pilze raus. Sehr gut. Das finde ich genial. Das heißt, wir könnten hier eine Pilzfarm errichten. Das ist gut. Hier sind auch welche. Oh, das ist ja sehr cool. Dann lass uns mal ruhig hier pflücken. Dann nehmen wir das, ob ich die jetzt mitnehme, weiß ich jetzt noch nicht. War ein bisschen strategisch nicht gut platziert. Aber wo kriegen wir denn Rinde her?
Von welchem Baum? Oder was auch immer. Kohlstaude gibt das. Zundersproß. Ich bin der Meinung, beim Zundersproß gab es das. Aber der ist noch nicht analysiert. Da müssen wir jetzt noch warten. Das heißt, hier der orange Hydrabaum ist leider auch noch nicht. Den Bündelbaum müssen wir auch noch analysieren. Was ist mit dem Nestbaum? Den könnten wir wahrscheinlich auch nochmal analysieren. Ich gehe nochmal rauf. Vielleicht macht eine zweite Analyse auch nochmal Sinn. So. Dann gucken wir mal, was unsere Ressourcen machen. Wir haben ganz viele Pilze, ja. Zunderkerne haben wir nichts. Rinde und boreales Gestein. Fünf. Wir brauchen boreales Gestein. Das heißt, wir werden erstmal hier ein bisschen was abbauen. So. Das machen wir erstmal. Und dann gucken wir weiter. Das hier hätte ich jetzt hier drüben bauen müssen. Das Problem ist wirklich, wir haben ja keine Beeren. Hier unten, oder? Nee, auch nichts. Wir haben echt keine Beeren. Riesenpilze haufenweise, aber keine Beeren. Doof. Technologie haben wir auch noch nicht, weil wir noch keine Forschung haben. Jetzt haben wir den Zundersproß. Mit dem Zundersproß könnten wir, wenn wir trimmen, die Früchte kriegen und wenn wir ernten, Rinde. Da kriegen wir Rinde her. Das heißt, wir müssen wieder etwas kaputt machen, weil das nicht da war, wo ich es gerne hätte. Und du warst ja Trim. Das heißt, wir könnten. Ja, das ist eine ganz schöne Strecke. Den müssen wir auch nochmal neu setzen. Das passt nicht. Da müssen wir jetzt erstmal den Weg neu setzen. So. Setzen wir den Weg jetzt erstmal hier neu. Und dann gibt es da eine neue Sammlerhütte. Die setzen wir mal hier unten jetzt hin. So. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das Lagerhaus hier unten auch noch mit reinsetzen. Das Lager können wir jetzt nochmal Priorisierung wegmachen. Und dann machen wir hier unten ein Lagerhaus. So, wo finde ich das Lagerhaus? Das war doch unter Wohnraum. Nee, Lager und Verteilung hier. Lagerhaus. Das setzen wir dann hier an die Ecke hin. Ist noch relativ zentral. Oder setzen wir es hier vor? Wir setzen es hier vorne hin. Da ist es gut. So, ein Analysebericht, beziehungsweise zwei Analyseberichte haben wir erhalten. Uferfinger. Da kriegen wir, wenn wir das entfernen, dann den Samen raus. Wenn wir es trimmen, geht die Pflanze ein. Und den Bündelbaum, da kriegen wir beim Entfernen flexible Fasern. Okay, jetzt müssen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn noch? Gehen wir mal hier nochmal rein. Versteinerter Riese haben wir jetzt. Uferfinger haben wir, Zundersproß, Kohlstaude, Mützenbaum. Wo ist denn der Mützenbaum? Hier unten sind auch nochmal Kohlstauden. Gibt es diesen Mützenbaum überhaupt hier auf der Karte? Ich gehe davon aus, ja. Ansonsten würde er nicht angezeigt werden. Ich sehe ihn aber nicht. Hier ist noch Zundersproß. Hier ist der Mützenbaum. Da. Eigentlich total zentral bei uns. Dann nehmen wir die mal weg. Beziehungsweise doch, wir machen das so. Zack. Nochmal analysieren. Und dann sollte das passen. Das ist der Nestbaum.
Der wird auch nochmal analysiert. Okay. Gut. Dann Hütte. Wir haben jetzt genug Stein und auch Rinde. Na, Rinde fünfmal. Das müssen wir ändern. Wir haben nur 5 Rinde? Warum? So, dann Erntehütte, 3 Leute rein. Und einmal Trim. Oder was macht Pflücken? Nee, ich möchte gerne auf Pflücken gehen. Pflücken gibt Pilze und Rinde. Dann machen wir Pilze und Rinde. Zack, Zundersproß. So, und dann gibt es hier noch Pilze. So. Das sieht doch ganz gut aus. Haben wir eine recht große Ecke hier. Oh, hier gibt es sogar noch Wasser. Das nehmen wir auch noch mit. So. Weiter runter würde ich jetzt hier aber nicht wirklich gehen. Nö, das sieht alles ansonsten ganz gut aus. Sehr schön. Das haben wir also auch. 3 Leute sind jetzt hier drinne und arbeiten. Sehr schön. Noch ein Analysebericht ist da. Ach, guck mal, der Nestbaum gibt Wasserbeeren. Nett. Sehr schön. Dann könnten wir mal gucken. Da müssen wir doch noch mehr Analysen hinstellen. Guck mal, der Riesenpilz, den könnten wir eigentlich auch... Oh, hier ist nochmal ein Fragezeichen drin. Hier sind aber nochmal 2 Fragezeichen. Wenn wir den jetzt nochmal analysieren, was passiert dann? Probieren wir es mal, ob dann noch mehr rauskommt. Wir haben das kleine Lagerhaus hier unten abgeschlossen. Sehr gut. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir das Forschungszentrum freischalten bzw. bauen. Das lasst uns mal hier mitbauen. Zack. Ja, obdachlos. Wie gesagt, müssen wir auch gucken. Hier wird jetzt fleißig gebaut. Rinde hoffentlich hier auch rein platziert. Machen wir auf alles Maximum. Zack. Dass hier alles reingepackt wird. Analysebericht ist da. Erstanalyse. Wir kriegen, wenn wir ihn entfernen, den Mützenbaum auf jeden Fall Holz. Baumstämme. Bin ich mal gespannt, wenn wir noch mehr haben. So, dann wollten wir jetzt aber das Haus bauen. Wir haben ja jetzt Rinde 7 Stück. Sollte passen. Und wir bauen... Baumstämme haben wir wahrscheinlich gar keine. Doch, 39. Ich würde gerne mal ein anderes Häuschen bauen hier zwischen. Zack. Und das priorisieren wir mal. Dass wir dann genug haben für unsere Bewohner. Aber das ist natürlich gut. Die Erntehütte hier, die könnten wir dann rausnehmen. Und da könnten wir dann Pflücken reinmachen. Zack. Und dann geht er hier die Nestbäume ab. Die Wasserbeeren bringen. Das ist optimal. So. Zack. Super. Doch, sehr, sehr schön. Haben wir hier hinten noch was? Man könnte die hier auch gleich loswackeln. Weite Wege. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Ich wollte zwar eigentlich nicht hinten lang, aber wir machen das jetzt mal. So. Hätten wir denn noch... Ne, wir haben nicht mehr so viele Arbeitskräfte. 4 haben wir nur noch. 3 sind hier beschäftigt. Dann nehmen wir mal einen von denen hier raus und setzen den hier rein. So. Machen wir das so. Und dann brauchen wir aber noch ein Lagerhaus für alles andere.
Beziehungsweise dann können wir doch jetzt hier einfach alles mit reinnehmen. Steinhaus wurde gebaut. Sehr gut, damit haben wir jetzt auch alle Bewohner wieder hier in unseren Häusern. Keiner ist obdachlos und wir brauchen jetzt 6 Häuser mit Stufe 4 in Wissen. Wissen Stufe 5. 5. 5. 5. Warum bist du jetzt nur nichts? Wie kriegen wir denn Wissen? Das würde mich interessieren. Wissen kriegen wir durch die Türme. Was ist mit dir? Wir haben mal keine neue Information bekommen. Schade. Okay. Das ist schade. Forschungszentrum. Wir werden einen Forscher einsetzen. Und dann gucken wir mal. Der ist jetzt aber riesig. Holla die Waldfee. Da werden wir uns aber erst nächstes Mal mit beschäftigen. Mit dem ganzen Thema. Da müssen wir schauen, wo wir uns einsetzen, wo wir uns platzieren. Wir haben wieder viel geschafft, gerade hier, was so die Erntegeschichte angeht. Da haben wir, denke ich mal, jetzt ein gutes System hinter und hoffentlich genug Möglichkeiten, hier auch unsere Leute mit Nahrung zu verpflegen. Das wäre natürlich ganz gut. Uns fehlen die Pilze. Wir können keine Pilzsuppe herstellen. Ist das nächste Thema, worum wir uns kümmern werden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Abonnieren, kommentieren, Like nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und ciao.